Okay, also ich erzähle euch was zu Seitenkanalangriffen innerhalb FPGA-Chips. Das heißt, um was geht es? Um Field Programmable Gate Arrays, FPGAs, das ist programmierbare Hardware. Die ist immer häufiger anzutreffen in verschiedenen Systemen, was ich da noch drauf eingehen werde. Und Seitenkanalangriffe, das sind Angriffe, die durch Nebeneffekte einer Implementierung funktionieren. Also zum Beispiel auch Stromverbrauch oder manche haben in letzter Zeit vielleicht von Spectral Meltdown gehört, da geht es um Side-Channel-Angriffe. Um was geht es aber nicht? Es geht nicht um traditionelle Messungen an einer Platine, das gibt es schon, sondern ich präsentiere hier neuere Forschungsergebnisse. Die Statistik, die wir verwenden, ist aber an sich dieselbe. Um was es hier geht, sind softwarebasierte Messungen, die man innerhalb vom Chip machen kann. Und wir messen dann trotzdem Strom und Spannung, aber eben indirekt. Also Angriffe, die vergleichbar sind vielleicht mit Rowhammer, Clockscrew, wenn das jemand kennt, Meltdown und Spectre. Ich will jetzt aber hier auch nicht sagen, dass es so kritisch ist wie diese Angriffe, weil mir bekannt sind jetzt keine kommerziellen Systeme, die jetzt großflächig damit exploitbar wären oder sowas. Wer bin ich? Also ich bin Doktorand am KIT in der technischen Informatik. Am besten, wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt ihr mir eine KIT-E-Mail. Meine Themen sind so Zuverlässigkeit und Sicherheit von FPGAs bezüglich Laufzeitschwankungen. Also eigentlich komme ich auch eher von der Hardware-Seite und bin kein Krypto-Experte. Uns ist aber aufgefallen, dass man das möglicherweise halt auch für Security-Anwendungen verwenden kann. Okay, die Agenda von dem Vortrag ist jetzt nochmal eine ein bisschen genauere Einleitung, um was es eigentlich genau geht. Danach erkläre ich dann was zu FPGAs und Side-Channel-Angriffen in ein bisschen mehr Details. Dann bastle ich das mehr oder weniger zusammen und zeige, wie man das innerhalb vom FPGA machen kann. Und ein kurzes Fazit mit Fragen. Zwischenfragen sage ich dann, wann die angebracht sind. Okay, also erstmal zu FPGA-Chips und deren Anwendungen und den powerbasierten Sidechannel. Verschiedenes auch nochmal, eventuell komme ich dazu über, dass ich manches irgendwie so halb Englisch sage, weil Seitenkanalangriff ist jetzt auch nicht ganz so häufig, man nennt, sagt halt eher Sidechannel oder sowas, sorry dafür. Zeit für Fragen zum Schluss und zwischendrin fürs Grundverständnis würde ich sagen auch noch Teil 2. Dann können wir so gucken, dass jeder ungefähr auf demselben Level ist, dass er auch den Rest besser verstehen kann. So, wo werden FPGAs eingesetzt? FPGAs sind programmierbare Hardware und wurden eher so für Prototyping oder Client-Serien eingesetzt, sind halt ineffizienter gegenüber ASICs, die speziell für eine bestimmte Anwendung gefertigt werden, können aber zum Beispiel auch als Glue-Logic verwendet werden. Das heißt, wir haben jetzt Chip A und Chip B auf dem Board und die reden nicht so ganz miteinander, dann macht man FPGA dazwischen. In der Vergangenheit oder auch heute noch sind FPGAs viel Netzwerkanwendungen im Einsatz und der Trend geht jetzt halt auch dazu, die als Rechenbeschleuniger zu verwenden. Zum Beispiel bietet jetzt Amazon schon in ihrer Cloud irgendwelche mietbaren FPGAs an, die man verwenden kann, genauso wie GPUs. Microsoft verwendet sie selbst wohl, sagen sie, im Hintergrund eben. Und in der Alibaba Cloud kann man auch FPGAs mieten. Die sind integriert in zum Teil gibt es auch integrierte FPGAs, zusammen im selben Chip mit CPU-Kern. Und in Smartphones gibt es auch schon FPGAs. Also das iPhone soll wohl einen haben als Beschleuniger für Machine Learning oder sowas. Und oft ist es eben auch wiederum nur Glue-Logic. Jedenfalls werden FPGAs immer mehr Mainstream, das heißt, es wird auch interessanter, die zu betrachten, was irgendwelche möglichen Probleme damit sein könnten. Also Software-Sichtweise, weil ich denke mal, das ist die Sichtweise der meisten Leute hier, vermute ich einfach mal. Und für das Rechnen ist es auch die richtige Sichtweise, die man auf FPGAs haben sollte als Rechenbeschleuniger. Dann sind die eben extrem parallel. Also wir können ganz viele feingranular Instruktionen oder Logik im FPGA implementieren, um verschiedene Dinge parallel zu lösen. Also anstatt jetzt vielleicht auf Instruktionsebene oder mehrere parallele Threads, haben wir tatsächlich eher auf Bit-Logik-Ebene die Parallelität. Sind daher auch komplexer zu programmieren. Wenn man es jetzt einordnen würde, dann könnte man es hier sagen, auf der linken Seite ist ein Standardprozessor oder CPU, der ist relativ universal und einfach zu nutzen. Und auf der rechten Seite wäre ein ASIC, also ein Prozessor oder ein Chip, der extra für einen bestimmten, sagen wir mal, Algorithmus oder für bestimmte Funktionen eben gefertigt wurde. Der ist komplex, teuer, aber eben sehr effizient. Jetzt könnte man dazwischen GPUs oder Grafikkarten und FPGAs ansiedeln.
Die haben dann auch eine gewisse Überlappung. Also wenn man jetzt extrem speziell oder wenn man extrem Matrix-Berechnungen macht, sowas in der Richtung, dann sind GPUs oft trotzdem noch effizienter wie FPGAs. Und sonst kann man in vielen Anwendungen mittlerweile sagen, dass FPGAs wohl effizienter sind, wenn man denn die Effizienz auch wirklich rausholen kann durch die jeweilige Programmierung. So, jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie ein FPGA aufgebaut ist. Da sieht es in meisten Fällen so in etwa aus. Also wenn das jetzt der Chip ist, dann haben wir eben verschiedene. Oh, ich stehe so, okay, fast zum Rücken. Wir haben eben verschiedene programmierbare Verbindungen und zwischen den programmierbaren Verbindungen. Okay, vielleicht kann man auch Maus nehmen? Nee, oh, sorry. Okay, also wir haben programmierbare Verbindungen und programmierbare Logikblöcke. Die Logikblöcke bestehen aus, im simpelsten Fall aus Lookup-Tables. In den Lookup-Tables haben wir einen Teil davon vordefiniert. Also wir haben schon fertig da ein bestimmtes Element in Hardware da sitzen. Also, oder das ist sitzen, das ist in Silicon praktisch implementiert. Was wir aber definieren können, sind dann die Ausgänge dieser Lookup-Table. Also wir haben definiert schon bestimmte Eingänge. Und wir können für die Eingangskombination entscheiden, was der Ausgang sein soll. Und damit kann man dann verschiedene Logikfunktionen beliebig implementieren. Im Detail müsst ihr das jetzt nicht anschauen, hier rechts. Was dann auch noch drin ist, sind eben bestimmte Speicherelemente, das sind normale Register und die können dann eben den Wert übernehmen. Natürlich kann man jetzt aber mit so einem einzelnen Block noch nicht viel Logik implementieren. Man braucht jetzt dann auch mehrere und die kann man dann globaler eben vernetzen mit Switch-Matrixen. Das heißt, wir haben prinzipiell Gitter und jeder von den Gitterpunkten kann eben entweder verbunden werden oder nicht verbunden werden und dadurch kann man dann sein komplettes System zusammenbauen. Das sind jetzt Details vielleicht zu viel erstmal und für Standardentwickler ist es auch unnötig. Ich komme später zu mehr hier dazu. Jedenfalls, man hat sehr viel Freiheiten, deswegen ist es eben auch so schwierig, jetzt einfach mal kurz ein Programm oder so für ein FPGA zu kompilieren und dass es dann auch effizient gehen würde. Jetzt eine Kürze, was sind passive Side-Channel-Angriffe? Also wir messen etwas in einem System und versuchen durch das Messen Geheimnisse zu extrahieren. Und dieses, was wir da messen, sind normalerweise irgendwelche Nebeneffekte, die nebenher passieren. Also versehentlich oder kaum vermeidbare Laufzeiteffekte. Ich würde es jetzt ein bisschen sogar unterscheiden zwischen versehentlich und kaum vermeidbar. Das könnten wir jetzt drüber diskutieren. Und es geht halt damit komplett algorithmische und logische Sicherheit. Da kann zwar auch gegen Side-Channel-Countermeasures machen durch bestimmte algorithmische Verfahren, aber letztendlich umgehen die Side-Channels halt, was in Algorithmen so implementiert ist. Und es könnten jetzt halt Schwankungen im Stromverbrauch sein oder es könnte auch sowas sein, das ist so klassisch elektromagnetische Abstrahlung, das Fun-Egg-Freaking, was man so aus den 80er Jahren oder so schon kennt, mit wenn man jetzt irgendeinen CRT-Monitor hat und seine Antenne drauf ausrichtet, dann kann man vielleicht das Bild von dem Monitor sehen oder sowas. So diese Geheimdienstmethoden da. Also es gibt es schon eigentlich viel länger. Zeitbasierte Side-Channels gibt es eben auch, genutzt in Spectre und Meltdown. Und man kann auch sehr kreativ hier sein, sogar durch Spulenfiepen, also durch akustische Abstrahlung, kann man eventuell sehen, was so ein Prozessor berechnet. Das muss jetzt nicht im hörbaren Bereich sein, kann auch im Ultraschallbereich sein oder so. Durchaus möglich, gibt es zumindest Veröffentlichungen dazu. Wie praktikabel die sind, weiß ich jetzt nicht. Einzelne Messungen kann man jetzt für so Side-Channels machen. Wir messen einen Spannungstrace, ob man da jetzt wirklich was sehen kann. Nicht immer, also in vielen Sachen nicht. Deswegen gibt es halt diese Differential Power Analysis, wo man jetzt statistisch versucht, die Daten raus zu korrelieren oder rauszufinden, was denn jetzt wohl die CPU berechnet. Da erzähle ich dann später ein paar mehr Details dazu. Jetzt komme ich noch zu aktiven Side-Channel-Angriffen. Das ist nicht ganz so das Thema in dem Vortrag. Aktiv sind eigentlich dann Fault-Attacks, das heißt, wir versuchen Fehler in ein System einzubringen. Das wäre zum Beispiel Rowhammer ist eine ist ja eine Datenmanipulation letztendlich durch irgendwelche Faults, die man ins System einbringt. Es gibt auch Differential Fault Analysis, da versucht man jetzt in einzelnen Berechnungsschritten von einem Algorithmus Fehler zu erzeugen und dann zum Beispiel über ein Ciphertext-Pair, wo der eine Ciphertext korrekt ist und der andere Fehler hat, kann man dann letztendlich auch über bestimmte Verfahren den geheimen Schlüssel extrahieren, wenn man ein paar solche Paare sammelt.
Das wurde auch schon softwarebasiert gezeigt durch Power-Management-Funktionen in irgendwelchen SoCs, also System-on-Chip-System, wo jetzt auch irgendein ARM-System, wo eine CPU drin war und noch andere Module, aber die CPU eigentlich keinen Zugriff auf die anderen hatte. Und dementsprechend wurde über Power-Management aber ein AES-Modul angegriffen. Das nennt sich dann ClockScrew, das wurde in Usenix vorgestellt letztes Jahr. Ist auch öffentlich zugänglich. Das ist jetzt aber auch fast alles, was ich zu dem Teil sage. Der zweite Teil wäre ein Erzeugen von massiven Fehlern durch Faults, also von Crashen oder Blockieren von Diensten. Eventuell könnte man das sowas wie Stuxnet nennen. Und es kann dann halt auch zu Denial of Service führen oder sogar Permanent Denial of Service. Was wir jetzt hier gelernt haben in dem kurzen Was-Ausblick, also was sind FPGA-Chips und ihr Einsatzzweck und was sind Side-Channel- und Fault-Angriffe, dann komme ich jetzt als nächstes zu ein paar mehr Details, wie man jetzt tatsächlich die FPGAs benutzen kann und wie powerbasierte Side-Channel-Angriffe funktionieren. Und auch nochmal ganz kurz ein bisschen mehr zu Fault-Angriffen. Also, das ist jetzt Teil 2. Nach dem Teil 2 würde ich dann ein paar Fragen entgegennehmen, aber jetzt erstmal ein paar mehr Details noch. Erstmal zu FPGAs und allgemein digitaler Logik für jemand, der jetzt noch nichts von digitaler Logik gehört hat bisher. Dann noch zur Stromversorgung in integrierten Schaltkreisen, was als wichtige Grundlage, ist eine wichtige Grundlage für das Ganze ist. Und dann Power Side Channel und Fault Angriffe. So. Also nochmal ein bisschen detaillierter zu den FPGAs. Wir haben jetzt irgendwelche Lookup Tables, die wir in den FPGA mappen. Und wir können flexibel beliebige Logikfunktionen schalten. Also versucht jetzt keinen Sinn in dem Folgenden zu finden. Wir haben jetzt halt irgendwelche Logikverknüpfungen, die könnte man jetzt eben auf die Lookup-Tabelle mappen. Und alles wird hier gleichzeitig in einem Zeitschritt ausgeführt, wenn man jetzt in so Zeitschritten denken würde. Und alles aber parallel. Also wie gesagt, so eine Art Bit-Parallel könnte man das jetzt nennen. Nicht einzelne AND-Instruktionen, OR-Instruktionen, XOR-Instruktionen, sondern in einem Zeitschritt. Das kann man jetzt ein bisschen weiterspinnen und kommt dann zur digitalen Logik, zur Registertransferebene. Das heißt, wir haben in einem Zeitschritt hier die kombinatorische Logik stehen. Also kombinatorisch ist, man legt am Anfang praktisch seine Daten hier an und dann wartet man irgendwie ein bisschen und dann hat man am Schluss das Ergebnis. Und das ist halt physikalisch auch ein bisschen limitiert. Aber in digitaler Logik macht man eben deswegen Register hin und hat jetzt am Anfang ein Register und am Ende ein Register. Und wenn man jetzt sagen würde, die laufen zum Beispiel bei 100 MHz, dann dauert es eben, hat man so viel Zeit dazwischen, wie eben 100 MHz dauert, also 10 Nanosekunden von einem bis zum anderen Register. Ansonsten funktioniert es nicht richtig. Also wir können die Logik jetzt in einem FPGA sogar komplett frei wählen. Also wir können hier beliebig sagen, beliebig viele Elemente hintereinander schalten, aber wenn wir dann noch 100 MHz verwenden, aber die Logik würde viel länger dauern, dann gäbe es natürlich Berechnungsfehler. Also je mehr Logik pro Zeitschritt, desto langsamer wird das Ganze auch. Und zusätzlich sollte man hier sagen, das verwenden wir später, die Geschwindigkeit ist eben auch abhängig von Temperatur und Spannung. Das heißt, es sind Sicherheitsmargen notwendig, dass es keine Rechenfehler gibt. Falls wir das denn wollen. Das zeige ich auch noch später. Jetzt kommen nochmal ein paar mehr Details, wie man jetzt eben diese Logik in FPGAs bringt. Also wie machen wir das überhaupt? Wir müssen jetzt nicht tatsächlich jedes einzelne Bit hinsetzen oder so, sondern das geht ein bisschen abstrahierter. Deswegen gibt es Hardware Description Language. Die werden in der Industrie als Standard Verilog und VHDL verwendet und werden halt Chips damit entwickelt. Das ist effizient und präzise, aber man sollte es auch nicht wie eine Programmiersprache verstehen. Ansonsten kommt wahrscheinlich nichts Sinnvolles dabei raus, weil man eben auf dieser Clock-Ebene denken muss, dass es auch wirklich funktioniert. Dazu gibt es aber eigentlich auch High-Level-Sprachen. Die sind dann für eher algorithmische Beschreibungen geeignet, wie OpenCL oder C++, was vom Hersteller dann abhängt, was er dir denn für ein Tool gibt. Also überhaupt, diese FPGA-Tools sind sehr proprietär, es gibt leider sehr wenig sinnvoll benutzbare Open-Source-Tools. Wie auch immer, die High-Level-Sprachen sind immer noch relativ ineffizient und in dem Vortrag jetzt hier auch gar kein Thema. Also kommen wir zu VHDL. Grundlegend machen wir ein taktgesteuertes Zuweisen von Werten.
Also wie gesagt, wir haben ja immer Kombinatorik und sequentielle Logik und wir müssen dann in Takten denken, wie das zugewiesen wird, dass unsere Schaltung auch funktioniert. Also zum Beispiel hier habe ich ein kleines Beispiel in VHDL. Wir sehen hier einen Counter, der ist als Prozess deklariert. Der Prozess ist jetzt sensitiv, nennt man das, auf den Clock. Und in dem Prozess machen wir eine Bedingung, die schaut, ob jetzt der Clock eben eine Rising Clock Edge hat. Das heißt, wir haben eine ansteigende Taktflanke. Das heißt, in jedem Taktschritt gilt diese Rising Edge Bedingung. Das heißt, wir haben ein Event, der praktisch einmal pro Takt passiert. Und dadurch tun wir einmal pro Takt, machen wir diese Plus-Zuweisung hier. Also wir sehen hier A ist A plus 1. Und der VHDL-Compiler weiß dann automatisch das, was da links steht. Also wir haben ein Plus und dann ein Register und das ist jetzt so ein Loop. Und mit 100 MHz zählt er jetzt immer plus 1 auf eben dieses A, was in diesem Register gespeichert ist. Wenn man jetzt noch einen zweiten Counter will, geht es in VHDL relativ einfach. Man kann jetzt ganz viel parallel arbeitende Blöcke machen. Ich kann jetzt einfach sagen Counter 2, auch clock-sensitiv. Und hier mache ich jetzt anstatt dem A, verwende ich B, weil man das halt oben drüber irgendwo deklarieren muss. Da habe ich zwei Counter, die parallel die ganze Zeit hochzählen. Jetzt könnte ich natürlich unterschiedliche Schaltungen machen, genau das Identische macht wohl wenig Sinn. Und kann so meine Logik aufbauen. Wenn ich jetzt allerdings was sequenziell machen will, muss ich selber mich darum kümmern, dass nacheinander verschiedene Schritte auch passieren. Wo zum Beispiel State-Machines ganz gut geeignet sind. Dann könnte ich in die If-Bedingung zusätzlich schreiben, wenn mal in State 1 ist, 2, 3 und dann kann ich die States durchgehen und dadurch irgendwelche sequentiellen Dinge abhandeln. So, eigentlich schreibt man das Ganze auch so, wenn ihr gerade gesehen habt, was sich verändert hat. Also wir haben jetzt so ein kleines Dreieck dahin gemacht. Das bedeutet so viel, dass das der ganze Block taktsensitiv ist. Das heißt, pro Takt schaltet er einmal. Einfach zur Vereinfachung. Normalerweise versteht der Digitaldesigner dann, wenn er ein Dreieck sieht, auch ohne dass ein Clock verbunden ist, dass wir vermutlich hier ein Clock haben, um das ganze Takt gesteuert zu haben. Okay, jetzt fragen wir uns vielleicht zu dem, weil das, was ich vorher gesagt hatte, war ja, okay, das ist temperaturabhängig und so weiter. Wie lange braucht es Plus? Das ist halt abhängig vom Mapping auf die FPGA-Architektur. Und wir sagen normalerweise unserem Compiler, beziehungsweise Synthese-Tool heißt es eigentlich richtig, nicht Synthese, also nicht Compiler, sondern Synthese, welche Frequenz wir uns denn so wünschen. Und dann versucht das Tool, diesen Wunsch zu erfüllen. Also der Compiler-Mapper versucht, diese Frequenz zu erreichen mit immer mehr iterativen Optimierungsschritten und verwendet auch im Hintergrund physikalische Modelle dafür. Und wie gesagt, ist es abhängig von Temperatur und Spannung. Deswegen sind die Modelle meistens halt Worst-Case-Modelle. So, wenn man jetzt in digitaler Logik oder in VHDL eben was schreibt, dann will man natürlich nicht eine riesige Datei machen, sondern das auch strukturell machen. Man verwendet auch Libraries wie in Programmiersprachen oder so. Das nennt man dann eher strukturelle Modellierung. Also wir verwenden Komponenten wieder. Und man kann jetzt auch, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, man kann jetzt hier auch herstellerspezifische Architektur nutzen. Das heißt, anstatt jetzt andere hierarchische Komponenten zu verwenden, kann ich jetzt ganz exakt sagen, ich will jetzt dieses LUT5-Element, also Lookup-Table mit 5 Inputs, heißt es jetzt bei Xilinx, dem einen Hersteller, verwenden und kann das dann in VHDL auf diese Art hier verwenden. Hier sieht man das Ring Oscillator with Enable bedeutet, also ist der Name von unserer Komponente. LUT5 ist praktisch, kann man mal sagen, die Klasse, die wir instanzieren. Und da ist noch eine Generic Map. Diese Generic Map bedeutet Parameter, die man dem Ganzen zur Compile-Zeit übergibt. Und eine Port Map. In der Port Map machen wir jetzt halt die ganzen Verbindungen. Das sind jetzt aber halt elektrisch sozusagen Verbindungen. Das sind jetzt nicht irgendwie Parameter, die man dem Ganzen übergibt, sondern jetzt Verbindungen, die jetzt man sich eher so strukturell vorstellen muss. Also wir haben einen Output-Wert, das O ist der Output dieser Lookup-Table und da haben wir ein Signal, das heißt Self-S. Als einer der Inputs haben wir auch ein Signal Self-S. Als einen anderen Input haben wir Enable und alle anderen Inputs sind jetzt auf 0. Also ich hätte hier auch eine LUT2 verwenden können. Ich brauche eigentlich nur zwei Inputs. Was es in dem Fall realisiert, zeige ich dann auch nochmal später. Jedenfalls kann man halt so jetzt strukturell modellieren. Und man kann das Ganze dann auch mehr reproduzieren, also über
mit einem Generate mehrfach generieren. Das ist dann aber auch statisch zur Compile-Zeit. Hier zum Beispiel ist es jetzt ein Generate von I0 bis RO Max. Also wir erstellen ganz viele von diesen Ringoszillatoren, haben aber das gleiche Enable-Signal und nur ein anderes Self-Signal, das wieder auf sich selbst verweist. Also es ist einfach ein Array sozusagen als Self-Signal. Was das tut, komme ich auch später noch dazu. Jetzt mal ein Blick auf so einen kompletten FPGA. Das hier, was ich gerade zeige, ist ein Floorplan, nennt man das. Also komplett, wenn man den Chip jetzt von oben anschauen würde, hier aber auf eher schematische Weise dargestellt, dann sieht man verschiedenes, kann man verschiedene Sachen, wenn man reinzoomt, sehen, die eben in dem FPGA, an welcher Stelle die exakt platziert sind. In dem Fall sieht man jetzt dieses ganze Blaue hier in der Mitte, das sind eben schon fertig platzierte Elemente. Und wenn man sich das genauer anschaut, kann man sich jetzt eben diese Logikfunktion anschauen. Also hier ist jetzt ein Schaubild, wo man sieht, dass hier programmierbare Verbindungen, diese Switch-Matrix ist, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, und sogenannte Slices. Und ein so ein Slice wiederum ist dann aufgebaut, auch in diese Lookup-Table-Elemente, wie vorher erwähnt. In dem Fall ein spezielles Carry-4-Element, da gehe ich später auch drauf ein. Und Latches und Register. Es gibt auch noch mehr, also es gibt speziellere Elemente, DSP-Blöcke, die jetzt dann Floating Point können eventuell oder zumindest Multiplikation beschleunigt oder Division, solche Sachen. Blockspeicher, dass man ein paar mehr SRAM-Zellen hat in dem Ganzen und nicht nur die Register benutzen muss. Und dieses Carry 4 in dem Beispiel kann man jetzt auch wieder instanzieren, ist auch so ähnlich wie vorher. Man hat hier auch verschiedene Inputs und Output-Signale. Und nochmal zu einer anderen Darstellung, weil ich die später benutzen werde. Hier zeige ich jetzt auf der linken Seite zwei Slices übereinander in der Darstellung mit ausgeblendeten Verbindungen. Das ist etwas leichter zu sehen, finde ich zumindest. Oder auf der rechten Seite sieht man es nur schematisch. Das sind dann die Verbindungen einfach aus durchgezogenen Linien, anstatt dass man tatsächlich dieses exakte Interconnect-Netzwerk sehen muss, was nicht unbedingt immer relevant ist. So, wenn man das jetzt in Code machen will, das ist vielleicht ganz interessant, Xilinx sieht eher vor, dass man das in separate Dateien schreibt, in irgendwelche Constraints-Dateien, dann ist es auch alles relativ statisch. Also hier unten zeige ich jetzt eine Constraints-Datei, wo man jetzt ein bestimmtes Slice irgendwie platziert. Ich weiß nicht, ob ihr das alle lesen könnt, ist auch nicht so wichtig, ich sage eigentlich alles dazu. Das geht teilweise auch eben als VHDL-Attribute, also hier rechts seht ihr jetzt, wie ich verschiedene, man sieht oben Library, das ist die Library, die man verwendet, dann der Sensor, wie er genannt wird, dann kommt Architecture und da ist der interessantere Teil, das sind jetzt Attribute, die man in VHDL schreiben kann. Zum Beispiel ist hier sowas wie Keep und S, die braucht man, um dem Compiler beizubringen, nicht irgendwas wegzuoptimieren, was man eigentlich behalten will, zum Beispiel mit Absicht irgendein Delay oder sowas. Dann gibt es aber dieses Airlock Constraint, das hier schon angewandt wurde, da sieht man, Alloc of CI4, also hier, das hat ein bestimmtes Label und das heißt, das Label ist die Position, an der man das jetzt platzieren will, aber weil es ein Alloc ist, ist es eine relative Platzierung. Wenn man dann wieder links auf diese Constraint-Datei geht, sieht man, der Constraint-Datei geben wir an ein Lock, das heißt, wir sagen, wo wir jetzt dieses eine Element platzieren wollen. Wenn man jetzt aber in derselben Hierarchie mehrere A-Lock, also relativ Location Constraints macht, kann man so ein ganzes Modul aufbauen und die ganzen relativen Locations zueinander und dann dieses Modul mehrfach an verschiedenen Stellen eben im FPGA platzieren. Da gibt es dann noch mehr Constraints, um das dem Tool auch beizubringen, dass es auch wirklich tut, weil sehr oft wird irgendwas verändert und umoptimiert, leider. Meistens funktioniert es dann aber doch ganz gut, wenn man mal ein bisschen mit rumgespielt hat. Das war's, glaube ich, zu der Slide schon. Da komme ich noch mehr dazu später. Okay, also jetzt komme ich zum Spannungseinfluss auf Transistoren. Also wenn man diese Grafik anschaut, sieht man, dass es in dem Fall wurden jetzt vier verschiedene Variations untersucht. Also wir haben einmal Process Variation, das sind Fertigungsschwankungen. Die sind auch relativ hoch, verändern sich aber halt nicht mehr nach der Fertigung. Das heißt, an einem Ende vom FPGA sind eventuell die Delays viel höher wie am anderen Ende. Das heißt, theoretisch könnte ein Teil vom FPGA schneller laufen wie der andere Teil. Praktisch
ist es aber so, dass der Hersteller dir eben sehr konservative Sachen gibt. Also der Hersteller sagt dir, das Ding läuft mit 200 MHz. In echt läuft es an manchen Stellen mit 300, an anderen mit 250, je nachdem, was so Temperatur und Spannung sagt. Ja, die anderen Effekte, wie gesagt, sind auch Temperatur. Die Temperatur verändert sich aber eher nur im Millisekundenbereich. Und ich zeige jetzt auch hier gerade ja übrigens, wenn das nicht ganz klar war, auf der Y-Achse die Veränderung in dem Pass-Delay, also die Veränderung im Delay, Entschuldigung, Delay-Zeit, die eben ein Transistor braucht oder die eben verschiedene Teile von einem Pfad brauchen, um zu schalten. Und das verändert sich eben hier in dem Fall, ist das Maximale, wenn man es auf der rechten Seite der Y-Achse anschaut, sind hier 4% drin. Und im Vergleich dazu, von den fast 4%, die diese Transient Voltage Drop, das der rechte Balken anzeigt, ist die Thermal Variation im Bereich von 30 Grad zum Beispiel, also der zweite Balken ist ja relativ wenig. Und zudem, dass es relativ wenig ist, verändert sich es auch nur im Millisekundenbereich, sagen wir mal. Danach kommt ein Steady State Voltage Drop, nennt man so, das ist ein statischer Spannungsabfall, der anzeigt, was passiert, wenn man durchschnittlich 8% der Flipflops im System hat und die toggeln die ganze Zeit, aber jetzt nicht, was passiert, wenn sie zum Beispiel anfangen zu toggeln, nachdem sie davor nicht getoggelt haben. Okay, der Begriff Toggling heißt hier jetzt auch, dass die Transistoren eben anfangen, die Flipflops eben anfangen, sich die ganze Zeit von 0 auf 1 ihren Wert zu ändern. Das meine ich jetzt hier mit Toggling. Also die wechseln die ganze Zeit ihren Wert und schalten hin und her. Und das kann eben Spannungsabfall verursachen, weil das Strom braucht. Und das ist eben im statischen Fall nicht so kritisch, aber wenn man spontan anfängt, alle Transistoren, die man so hat, alle Flipflops, die man so hat, von 0 auf 1 zu wechseln, dann führt es eben zum hohen Spannungsabfall. Und das ist jetzt dieser Transient Voltage Drop. Das ist das Schlimme dazu, oder wenn man es schlimm nennen will, ist sogar, dass es eben im Mikro- oder Nanosekundenbereich passieren kann. Und abhängig von der jeweiligen Belastung, man kann jetzt theoretisch auch auf Resonanzen kommen oder sowas vom Spannungsversorgungsnetz, dann kann das auch negative Effekte haben. Hier zum Beispiel, die Details muss man jetzt nicht angucken, aber was einem das Schaubild zumindest sagen soll, ist, dass es abhängig davon ist, wie man toggelt, was für einen Voltage Drop wir damit erreichen können. Also hier sind in allen Bereichen von dem rechten Schaubild wurden immer nur 8% verwendet, aber wurden in verschiedenen Mustern eben an- und abgeschaltet. Deswegen konnten wir halt dadurch die Verzögerungszeit erhöhen auf fast 4% oder in manchen Fällen war es trotzdem nur etwa 1%. So, vielleicht um das besser zu verstehen, zur Stromversorgung von Elektronik im Allgemeinen, also für die E-Techniker eher bekannt. Wir haben halt in unserem System irgendwann mal, wir haben viele teils unerwünschte oder nicht ideale Komponenten. Das sind aktive Spannungsregler und Widerstände und Spulen und Kapazitäten in unserem System. Und das ist auf dem Board irgendwo der Spannungsregler. Dann ist über das Board verteilt alle verschiedenen Komponenten, die mir, wie gesagt, teilweise sind die tatsächlich extra platziert als Bauteil. Aber teilweise wollen wir die Komponenten eigentlich gar nicht haben, aber sie sind parasitär eben da. Und letztendlich führt es halt dazu, dass wir eine Spannungsstabilität haben von einer zeitlichen Belastung und es ist auch innerhalb des Chips. Also von einem Bereich vom Chip zum anderen Bereich kann es Unterschiede geben. Also so ein Spannungsabfall, wenn man das so ganz grundlegend anschauen will, könnte man sagen, der Spannungsabfall ist davon abhängig von einer Stromdifferenz pro Zeit. Also wir haben hier Voltage Drop und das hier nennt man jetzt LDIDT. Das ist abhängig von den Induktivitäten im System an irgendeiner Stelle, weil Induktivitäten verzögern praktisch Strom, könnte man so sagen. Und dann kommt es darauf an, wie stark verändert sich der Strom, den wir denn von dem System ziehen, über die Zeit. Und wenn das hoch ist, gibt es einen höheren Spannungsabfall. Und der zweite Teil, den gehe ich jetzt nicht darauf ein, das ist eher der resistive Spannungsabfall, der ist meistens geringer. Wenn wir es eben schaffen können, die Stromdifferenz sehr zu erhöhen, ist vor allem dieser LDIDT-Spannungsabfall ein großes Problem in aktuellen Chips, also in, weiß ich, weniger wie 45 Nanometer Systemen, sowas. Weil es eben auch auf dieser Package-Ebene, in dem diese Dies verpackt werden, nicht unbedingt vermeidbar ist. So. Jetzt können wir diesen Spannungsabfall nutzen, also
Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir jetzt bei diesen Power-Side-Channels Strom messen müssen, sondern durch das, dass der Strom sich verändert, kriegen wir eben den Spannungsabfall und können auch darüber Power-Side-Channels machen, falls es sich jemand jetzt gerade fragt, der schon mal was zu Side-Channels gehört hatte. An sich zur Einführung, für die, die noch nichts darüber gehört haben, Power-Side-Channels nutzen die Schwankungen in Spannung oder eben Strom von dem System und damit eben die Secret Keys zu extrahieren, das hatte ich vorher schon mal gesagt. In dem Fall kann man jetzt zum Beispiel, oder für die Simple Power Analysis, kann man einzelne Verschlüsselungen messen. Eventuell messen wir dieselbe Verschlüsselung 100 Mal und nehmen den Mittelwert, um dann besser was zu sehen, dass dieses Standard White Noise oder Standardrauschen, das man irgendwie hat, rausgemittelt wird. Und in dem Fall sieht man hier jetzt auch, dass man RSA in einer naiven Implementierung zumindest relativ leicht angreifen kann. Wenn man jetzt hier von links nach rechts geht, sieht man, an irgendeiner Stelle haben wir eine 1, da gibt es einen Spannungseinbruch, weil jetzt eben irgendwelche Multiplizierer in dem System aktiv werden. Und wenn dann die 1 bestehen bleibt, verändert sich nichts, aber wenn die 0 kommt, würde eventuell weniger Funktionseinheiten im System aktiv sein. Und dann gibt es wieder einen Overshoot, weil die Spannungsversorgung eben nicht komplett stabil ist. Und wenn man jetzt die Spannungsversorgung anfängt zu belasten, dann sinkt erstmal die Spannung ein und wenn man sie entlastet, dann steigt sie halt erstmal kurz an. Und das kann man hier ausnutzen, um dann den geheimen Schlüssel sehen zu können. Lustigerweise als Fun Fact, RSA kann man tatsächlich mit mehr Bits eher leichter angreifen, weil dann diese ganzen Operationen länger brauchen. Okay, aber nicht genug. Natürlich kann man das auch verstecken und auch Standard OpenSSL und so weiter kriegt immer wieder Patches, die tatsächlich gegen solche Power-Side-Channels gedacht sind. Und deswegen sehen wir vielleicht oft eher den Secret Key nicht, auch wenn wir über viele Traces mitteln, dann sieht man eher sowas wie rechts, eher eine relativ flache Linie. Deswegen gibt es Differential Power Analysis. Was wir da machen, ist statistisch eben das, was wir vermuten, was unsere Verschlüsselung im Power Trace sichtbar macht, raus zu korrelieren. Also unsere Verschlüsselung basiert auf einem bestimmten Algorithmus und der Algorithmus führt jetzt eben dazu, je nach Berechnungen einen Spannungsabfall zu provozieren und das, was wir denken, was das ist, korrelieren wir dann mit den Traces, die wir vom System bekommen. Ich erkläre das gleich mehr im Detail. Also dazu brauchen wir auf jeden Fall ein sogenanntes Leakage-Modell. Das ist das Modell, das uns sagt, wiefern der geheime Schlüssel sich auf den Voltage Trace auswirkt. Und wir brauchen auch viele, viele Traces dazu. Das heißt, wir haben einen Trace und der Trace wird mit diesem Modell korreliert. Was Korrelation ist, sage ich dann auch nochmal gleich. Bei einer Korrelation vergleichen wir praktisch zwei Mengen miteinander, ob sie Ähnlichkeit haben oder nicht. Das Diagramm erkläre ich jetzt auch nochmal kurz, was wir hier links unten haben. Das ist jetzt auf der X-Achse über den zeitlichen Verlauf und auf der Y-Achse die Korrelation. Was wir hier grau im Hintergrund sehen, ist eine Menge an verschiedenen, nicht Traces, sondern eine Menge an verschiedenen Hypothesen über einen geheimen Schlüssel. Das heißt, Hypothese, ob jetzt irgendwas eine 0 oder eine 1 ist. Und wir machen das jetzt für jeden Schlüssel, wo wir denken, dass er vorkommt im System und sehen dann, dass einer davon eben sich aus allen anderen hervorhebt. Das ist das, was wir dann in dem Diagramm dafür extra markiert haben. Also nachträglich, nachdem man sieht, dass der natürlich besser ist wie die anderen, sieht man hier diesen schwarzen Trace. Der ist eben, hat einen größeren Ausschlag als die anderen Traces. Das kann man jetzt, das ist jetzt das Endergebnis. Man kann das Ganze auch über die Zeit anschauen. Wenn man das hier rechts anschaut, da gucken wir jetzt immer zu jedem Zeitpunkt, das heißt, wir haben am Anfang ein paar wenige Traces, dann gucken wir uns an, was ist gerade die beste Korrelation und markieren die schwarz und alle anderen lassen wir grau und gehen so weiter und sammeln, tun immer mehr Traces mit einberechnen und nach rechts hin in diesem Diagramm sehen wir dann, dass sich eben das Graue immer weiter zum Null hin bewegt und das Schwarze eben immer noch zum Glück von der Null sich unterscheidet und dadurch der geheime Schlüssel ist.
Wie es jetzt genau funktioniert, wie wir praktisch jetzt das links untere Diagramm machen, das zeige ich jetzt. Also, nee, jetzt, sorry, komme ich erst zu AES, um das Leakage-Modell zu erklären. AES ist bekannt als Rheindahl-Algorithmus, also daher kommt AES. Rheindahl hat den Contest gewonnen, der Advanced Encryption Standard zu werden. Ursprünglich ist es von 1998 und wir haben verschiedene Möglichkeiten für den Key, 128, 192, 256. Wir schauen uns jetzt die 128 an, was rundenbasiert berechnet wird in 10 Runden. Und jede Runde passieren verschiedene Operationen, Add Round Key, S-Box, Shift Rows, Mixed Columns, was auch immer das heißt, da gehe ich jetzt auch nicht auf die Details ein. Was wichtig ist für den Angriff zum Teil, ist, dass wir einen Rundenschlüssel haben, der abhängig ist von den vom kompletten Key. Also wir haben einen Secret Key und davon leitet sich ein Rundenschlüssel ab, das kann man aber auch rückwärts rechnen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ganz am Schluss in der letzten AES-Runde, wo dann der Ciphertext aus dem Algorithmus rauskommt, den Rundenschlüssel angreifen, können wir den tatsächlichen Schlüssel rekonstruieren. Und das macht uns den Seitenkanalangriff zumindest leichter. Also, jetzt zu den tatsächlichen algorithmischen Details. Also wir haben, sofern man das in der Präsentation gut machen kann, also wir haben jetzt gegeben 0 bis n Paare gemessener Traces. Das heißt, ich habe pro Trace einen unterschiedlichen Ciphertext. Also ich gehe hier davon aus, dass die Verschlüsselung jetzt nicht immer die gleiche ist. Wir verschlüsseln verschiedene Sachen, aber mit dem gleichen geheimen Schlüssel. Der geheime Schlüssel ändert sich nicht. Da haben wir einen Voltage- oder Power-Trace über eine Zeit. Also hier V, I von T. Und zur Korrelation brauchen wir eben eine Hypothese vom geheimen Schlüssel. Normalerweise macht man das dann bit- oder byteweise, weil wenn man jetzt den kompletten Schlüssel nehmen würde, müssten wir praktisch 228 Korrelationen berechnen. Das wäre dann auch nicht besser wie, also ist ja vielleicht ja nicht unbedingt nicht besser wie Brute Force. Immerhin kann man ja aus den Daten, die man hat, das berechnen, braucht aber wahrscheinlich viel, viel zu lange, das alles zu berechnen. Es ist wahrscheinlich genauso schlecht wie Brute Force zu machen, ja. Deswegen kann man es byte- oder bitweise machen, dann wird es eher linear zur Keylänge, also vielleicht dauert es dann eben nur 128 lang oder 256 mal 8, also das heißt so viel 256 mögliche Werte, die ein Byte annehmen kann, und die 128 Bit von AES sind eben 8 Byte. Jedenfalls machen wir eine Annahme über die Auswirkung vom Schlüssel auf den Voltage Trace. Das heißt, zum Beispiel byteweise können wir ein Hamming-Modell verwenden. Das wäre jetzt halt hier ein Hamming-Modell gezeigt über die Key-Hypothese, also das K-Hyp. Da haben wir mehrere davon. Eben pro Byte haben wir dann 256 verschiedene Hypothesen. Und danach kommt unser Leakage-Modell. Das ist die letzte AES-Runde, eine invertierte S-Box. Und in der invertierten S-Box eben der Rundenschlüssel, das CI oder der Teil vom Rundenschlüssel verxort mit unserer Key-Hypothese vom letzten Rundenschlüssel. Der Ciphertext korreliert verxort mit der Key-Hypothese vom letzten Rundenschlüssel. So, wir müssen dann eine Korrelation aller Traces machen mit allen Hypothesen. Also wir haben das Hamming-Modell von allen Hypothesen und den Trace von allen Zeitpunkten. Und wir korrelieren mit der Pearson's Correlation. Das findet man jetzt so auf Wikipedia, da muss ich jetzt die Details auch nicht erklären, was das genau macht. Wir vergleichen jedenfalls die Menge X und Y. Wir können da jetzt Teile davon vorberechnen. Also können wir anfangen, über alle Traces zu gehen. Also wir nehmen eine Key-Hypothese im Bereich von eben den 0,255 pro Byte, berechnen unser Leakage-Modell. Das Leakage-Modell müssen wir dann für die Vorberechnung eben für das EY und das EY-Square hinzufügen pro Key-Hypothese, aber über alle Traces, also wir müssen halt die ganze Menge an Traces mitverwenden. Im nächsten Schritt gehen wir über alle Zeitpunkte im Trace, da müssen wir sowas Ähnliches machen, wir berechnen jetzt dieses EX vor. Um das EX vorzuberechnen, müssen wir auch unser Voltage-Trace eben addieren, für also der komplette Voltage Trace, also sorry, jeder der Traces wird eben da aufaddiert, das heißt, wir haben das EX pro Zeitpunkt, aber das ist von allen Traces eben.
ein gemeinsamer Trace sozusagen, Mittelwert. Und für die Key-Hypothese müssen wir dann nochmal doppelt, also über alle Zeitpunkte und über alle Key-Hypothesen müssen wir noch dieses der Erwartungswert von EXY berechnen, der hier oben verwendet wird. Und ganz am Schluss können wir dann einfach das in unsere Pearson's Correlation reinklatschen und wir machen dann eben nochmal über alle Key-Hypothesen und über unseren ganzen Trace, also hier rechts, von links nach rechts, über alle Trace, über alle Zeitpunkte, also das hier sind alle Zeitpunkte und alle Key-Hypothesen, das heißt jeder einzelne Strahl, der hier drin ist, ist eine Key-Hypothese, während Zeitpunkte sieht man ja auf der X-Achse und die Korrelation ist das Ergebnis dann der Pearson's Correlation. So, und jetzt war es das eigentlich schon. Das ist ein Differential Power Analysis Angriff durch Correlation Power Analysis. So, das war aber jetzt nicht der Vortrag, sondern die Zwischenfragen kommen gleich, ich sag's. Vielleicht auch keine Zwischenfragen mehr aufgrund Zeit. Jedenfalls kommen wir jetzt zum Verhindern von Differential Power Analysis und Countermeasures dazu. Was man eben tun könnte, ist das Reduzieren der Schwankungen zur Laufzeit. Das wäre also durch zum Beispiel sowas wie invertierte Logik. Das heißt, wir versuchen eine Logik, die eben die Schwankungen ausgleicht. Da gibt es, was nennt sich Dual Rail Precharge Logic. Aber zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wenn man Transistoren einfach nur dupliziert, reicht es nicht unbedingt, weil es gibt ja Fertigungsschwankungen und es wird immer mehr zum Problem, dass dann auch dann immer noch Unterschiede drin sind. Und tatsächlich können minimal statistische Abweichungen ausreichen. Und in einem hartnäckigen Fall, das ist nicht mal so hartnäckig, kann man dann mit 4 Millionen Traces trotzdem noch einen Unterschied erkennen. Wenn man hier jetzt ganz am Ende schaut, ist noch ein Unterschied zu erkennen. Da gibt es auch weiterführende Dinge dazu, wer sich damit befassen will. Im Prinzip ist es eher so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt eigentlich fast keine perfekten Countermeasures. Irgendjemand findet meistens doch irgendwas, weil irgendwas liegt trotzdem irgendwie raus. Wobei man auch algorithmisch wieder was machen kann, aber da will ich jetzt nicht ganz drauf eingehen, das wird zu viel. Dann kommen wir zum aktiven Side-Channel-Angriffen, also Fault Attacks, hatte ich vorher schon mal kurz erwähnt. Differential Fault Analysis wird zu viel, aber allgemein kann man Faults eben erzeugen, wenn man zum Beispiel die Spannung verringert oder die Taktrate im System erhöht, dann kann es eben Berechnungsfehler geben. Im FPGA zeige ich später mehr dazu, wie man das eben machen kann über den schon vorher gezeigten Spannungsabfall, den man über den DIDT-Voltage, wie man den erzeugen können. So, jetzt wollte ich eigentlich die Zwischenfragen machen. Könnten kurze Zwischenfragen können wir machen, aber ich brauche wahrscheinlich trotzdem noch 15 Minuten für den Vortrag. Also wenn keine Zwischenfragen sind, mache ich einfach weiter. Keine? Okay, dann mache ich weiter und komme zu Putting It Together, also Power Side Channel Angriffe innerhalb FPGAs. Das ist jetzt war mein tatsächliches Forschungsthema sozusagen, was wir jetzt tatsächlich neu machen, weil alles, was ich bisher präsentiert habe, ist eigentlich ein alter Hut, gibt es schon länger, seit 99 sogar schon. Also komme ich zum Szenario, was das Problem sein könnte, habe hier so ein lustiges Diagramm und zwar, wenn jetzt einen Angreifer hätte, der einen einzelnen FPGA angreifen will, ist es vielleicht nicht interessant, weil das ist dann verschlüsselt, Bitstreams können verschlüsselt werden, ist zwar auch schon geknackt, aber jedenfalls gehen wir eher davon aus, dass wir ein komplettes System haben, in dem FPGA-Logik ist, ein Shared-FPGA-System oder ein Shared-SoC-System-on-Chip, wo noch viele andere Komponenten drin sind. Und da könnte der Angreifer eben irgendwie ein Benutzer vom System sein. Wenn man jetzt der CPU zum Beispiel mehrere Tasks auf der CPU hat und irgendein Task hat einen Teil vom FPGA unter seiner Gewalt und der andere Task einen anderen Teil vom FPGA, dann könnte der eine Task indirekt den anderen, dem seine FPGA-Logik zumindest, angreifen, falls da jetzt kryptografische Beschleuniger drin sind. Und sowas kann jetzt halt auch so kommen durch Accelerator Store. Zumindest bietet es Amazon auch irgendwelche Accelerator an, die man irgendwie kaufen kann, für den ihr FPGAs oder mieten kann oder sowas. Bisher bieten die aber pro User nur ein FPGA, also es ist da noch kein Problem, bis sie auf die Idee kommen, das zu virtualisieren. Jedenfalls sind die Komponenten elektrisch verbunden miteinander und dadurch halt potenziell exploitbar. Und der Zugriff von FPGA ist halt schon irgendwo softwarebasiert, weil wir ja die Konfiguration von der Software aus steuern können. Okay, in einem Szenario, also für Side-Channel-Angriffe, könnte man jetzt vom FPGA eventuell
irgendwie die Spannungsschwankungen messen oder auf der anderen Seite können wir irgendwie Spannungseinbrüche erzeugen. Das kann man jetzt auch durch die FPGA-Primitive machen, wenn man die kreativ irgendwie verwendet. Okay, da ist jetzt noch was irgendwie im Slide falsch da unten, aber ja. Also für Side-Channel-Angriffe wollen wir die Spannung messen, wir brauchen einen Spannungssensor und für Fault-Angriffe müssen wir die Spannung manipulieren. Das machen wir durch Ringoszillatoren auf eine bestimmte Art, die später erklärt wird. Erstmal zurück zu dem hier, zur digitalen Logik. Ich hatte ja vorher gesagt, wir haben jetzt irgendeinen Zeitschritt und der Zeitschritt ist jetzt halt anhand von unserem Clock definiert und dass keine Fehler im System passieren. Jetzt können bei niedriger Spannung, wenn man jetzt 10 Nanosekunden hier maximal erlaubt hat, könnte eine niedrige Spannung bedeuten. Es geht trotzdem in 9,8 Nanosekunden, also es ist innerhalb unserer Zeit, die das braucht, dass es gut funktioniert. Oder 9,2 Nanosekunden, das ist dann halt noch besser, auch noch in der Zeit, wo es funktioniert. Wir könnten das jetzt aber mit Absicht ausnutzen, dass es eben nicht funktioniert, aber wir dadurch sehen, wie die Spannung sich verändert. Also hier in dem Fall habe ich jetzt auch auf der linken Seite ein 1-Bit-Register, auf der rechten Seite ein 1-Bit-Register und ich habe sinnloserweise ein AND-Gate genommen, das beide Inputs zusammen verschaltet hat. Also eigentlich passiert nichts Sinnvolles. Deswegen muss man auch den FPGA-Tools beibringen, das trotzdem nicht wegzuoptimieren. Aber wir können uns vorstellen, wir haben ein Anfangselement, das braucht vielleicht 0,1 Nanosekunden, da haben wir ganz viel Verzögerung. Und bis dahin geht es vielleicht genau 10 Nanosekunden im schlechtesten Fall und 9,6 im idealen Fall, je nach Spannung. Und das kann man jetzt so schrittweise durchgehen. Wenn es jedes Element vielleicht 0,1 Nanosekunden braucht, dann kann man mehr oder weniger halt dann, wenn man was dazwischen baut, abschätzen, also dazwischen baut, wäre das hier, wie weit jetzt die Spannungsschwankungen sind, wie hoch oder niedrig, zumindest relativ gesehen. Also haben wir zum Beispiel, wenn wir hier am Anfang sagen, wir schaffen es, das erste Register dazu zu bringen, oder wir sagen dem ersten Register, wir geben dem einfach eine 0, dann gibt es eine 0 aus, danach machen wir eine 1 rein und dann wäre ja das andere Register hier einen Takt später, das hat ja erstmal eine 0 drin stehen und dann machen wir einen Übergang von 0 auf 1, dann fängt an, die 1 von links nach rechts durch diese ganzen Elemente durchzulaufen. Wenn jetzt die Spannung niedrig ist, also wenn man meine schöne Tabelle anschaut, bei niedriger Spannung wird es jetzt heißen praktisch, in B kommt eigentlich immer die 1 an, weil wir hatten ja gesagt B an der Stelle, okay, oder nicht immer, aber fast immer eine 1 an, wenn man 10,1 Nanosekunden oder 9,7 Nanosekunden braucht. Aber bei A kann es halt sein, wenn die Spannung dann zu niedrig ist, steht da eben immer noch eine 0 von vorher drin. Das kann man jetzt weiter so machen und dann ganz viele Bits machen. Dann hat man einen richtig schönen Sensor gebaut. Und zwar nennt sich das aber auch Time-to-Digital-Converter. Das heißt, wir können jetzt am Anfang, anstatt irgendein Register zu nehmen, das 0 und 1 macht, einfach den Takt nehmen. Der Takt macht ja eh schon 0 oder 1. Und der Takt läuft dann eben durch die initialen Delays erstmal durch. Und am Schluss haben wir eine sogenannte Observable-Delay-Line. Weil meistens interessieren uns ja nur die letzten Bits und nur die schwanken tatsächlich. Und dann bauen wir überall diese Register dazwischen und in dem speziellen Fall sehen wir hier, ist an irgendeiner Stelle halt noch 1 und ab irgendeinem Zeitpunkt steht dann eben 0 drin. Und am Schluss können wir dann 64 Bit zum Beispiel nehmen und können dann in dem Fall sagen, okay, das kodieren wir jetzt als 2 Bit, weil 2 Einser so weit reinpropagiert sind. Und so haben wir eigentlich einen Spannungssensor. Ich denke, die Idee haben hier vorne zumindest die Leute wohl verstanden. Okay, da kann man damit auch da so Spannungsabfälle, wenn man jetzt einen massiven Abfall hat, sieht man das tatsächlich dann im System und sieht so einen schönen Abfall hier und wie sich die Spannung auch wieder erholt. Jetzt wollt ihr das vielleicht auch in Code sehen. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, okay. Wobei ich glaube nicht allen Code erklären werde. Es fällt auch etwas klein, sieht es da hinten jeder? Ja, geht, okay. Gut, also wir haben, es ist auch nicht der komplette Code, das wäre zu viel. Aber in VHDL brauchen wir eben so eine Art Prototypen-Header, oder nicht Prototypen, sondern wie kann man es nennen, Parameter, Port-Map eben, da sind die ganzen Port-Verbindungen drin, die habe ich jetzt auch weggelassen. Wir sollten Don't-Touch verwenden, sonst wird auch irgendwas wegoptimiert, das allein reicht aber nicht. Danach müssen wir in unserer Architektur irgendwann unsere Signale eben deklarieren, die wir verwenden wollen.
verwenden auch wieder die vorher genannten Relative Location Constraints und Bell Constraints. Diese Bell Constraints sind dann für diese Register, also hier auf der rechten Seite, das sind Register, das in der Mitte sind die Carry-Elemente, das Rote sind letztendlich die Verbindungen, die wir haben wollen. Um jetzt innerhalb des Slices Register zu platzieren, muss man dann Bell verwenden, ansonsten sind die durcheinander gemischt. S ist zum SafeNet, also das ist irgendwie so eine Art Keep, dass man Signale beibehält und nicht entfernt werden. Manchmal werden sie trotzdem entfernt. Keep macht sie extern, Keep funktioniert normalerweise immer, aber Keep auf diese Zwischensignale zu machen, würde heißen, dass die extern im Slice sichtbar sein müssen und dann kann es sein, man kann die Verbindung gar nicht mehr erstellen. Also Keep heißt, dass wenn wir jetzt so ein Slice haben und Verbindung am Ausgang vom Slice, macht das Keep Constraint, dass die Signale auch aus dem Slice rauskommen sozusagen. Also Zwischensignale im Slice sollte man damit nicht unbedingt belegen, aber manchmal muss man dann zumindest das SafeNet nehmen, dass nicht auch irgendwas doch wegoptimiert wird. Hier unten habe ich nur zur Vereinfachung ein Array gemacht mit den Namen, weil wir müssen irgendwie Strings verwenden, dass später die Software das verwendet. Also wir machen Attribute mit Strings, also zwar True und Yes einmal, warum auch immer. Und wir haben dann ein Array, in dem ich jetzt eben die Strings auch abspeichere, die man dann verwenden kann für diese Flip-Flop-Bell-Constraints. So, das sind jetzt die Constraints und das ist mehr oder weniger die Implementierung von zumindest diesem Teil hier links. Also wir haben einmal eine Delay-Chain, da nenne ich das diese Carry-Elemente. Wir laufen die Carry-Elemente durch. Ich kann jetzt in dem Generate, kann ich auch das R-Log verwenden und kann dann irgendein Integer hochzählen, an welcher Stelle eben das jetzt platziert werden soll, dass sie so nach und nach platziert werden. Und hier habe ich jetzt eine Verbindung und die Verbindung sagt eigentlich nichts anderes, dass wir von dem Carry-Element eigentlich gar nichts wirklich groß verwenden wollen, außer, also das Carry-Element ist dazu gedacht, dass man damit Adder implementieren kann oder alles, was irgendwie diese Carry-Logik hat, wo irgendein Signal lang durchläuft. Das machen wir gar nicht. Wir setzen alles, was in dieser Logik drin ist, so, dass nur ein Signal durch Muxe durchläuft, die aber keine Veränderung an dem ganzen Signal machen. Das soll wirklich nur zur Zeitverzögerung dienen. Das heißt, wir haben hier wirklich nur solche Zeitverzögerungen, Elemente, die jetzt von unten nach oben durchlaufen und dann die Zwischenelemente rausziehen auf Register. Und die Register stehen jetzt hier unten im Code. Die sind jetzt auch sehr ähnlich gemacht, auch mit irgendeinem I, das hier halt durchläuft. Wir müssen dann halt irgendwie durch vier teilen, weil wir ja das pro Slice haben wollen. Jeder Slice hat vier davon. Dann machen wir eben dieses Spell Constraint, um dann eben immer wieder die vier Elemente nacheinander in einem Slice aufzufüllen. Und ja, so, wenn jemand den Code dann genauer angucken will, kann er ihn auch haben, wenn er mich fragt. Von daher reicht es soweit, denke ich mal. So sieht jetzt eins dieser Carry-Elemente im Detail aus. Das heißt, hier links ist der Mux immer permanent auf Durchgestalt gemacht. Wir verwenden also tatsächlich nur diese Mux-Elemente und das Signal, das hier durchläuft. Und am Ende verwenden wir irgendwelche Register und das sind dann letztendlich unsere ganzen Outputs. Und die nacheinander. So. Wenn man das jetzt dann auf die FPGA-Primitive mappt, den Sensor, den wir vorher gesehen haben, haben wir hier unten jetzt halt irgendein initiales Delay, da habe ich alles mögliche Elemente verwendet, die brauchen einfach eine Weile an Zeit und am Schluss machen wir dann auch die Register wirklich raus, dass wir das Signal uns anschauen können. So, jetzt kann man das für einen Side-Channel-Angriff verwenden. Das werde ich hier vielleicht nicht mehr alle Details erzählen, da die Zeit nicht mehr so lang reicht, aber ihr habt vorher das Prinzip ja schon gesehen, wie Side-Channel-Angriffe funktionieren. Die funktionieren intern halt genauso wie extern, weil wir ja indirekt auch Spannung messen. Das ist auch ein veröffentlichtes Paper zusammen mit Leuten aus Bochum. Das ist auch Open Access verfügbar. Wenn das jemand finden will, dann kann er mich auch fragen. Oder vielleicht steht es dann auch später online drin, weiß ich gar nicht. Jedenfalls haben wir zwei Floorplans untersucht, einmal ein AES-Modul mit dem Sensor, der ziemlich nah dran ist und einmal ein AES-Modul mit dem Sensor, der ziemlich weit weg ist. Also wenn ihr vorher diesen Spannungsabfall gesehen hattet in dem Diagramm, das war nur ein extremer Fall von einem sehr hohen Spannungsabfall. Ob man jetzt AES wirklich sieht, ob das überhaupt genug Spannungsschwankungen sichtbar macht auf dem Sensor, das war zu dem Zeitpunkt für uns noch nicht klar, deswegen haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Könnte man sich im rechten Fall vielleicht auch denken, okay, das könnte Nutzer A und B sein in irgendeinem System. Jedenfalls unsere Referenzmessung wurde extern mit dem Oszilloskop gemacht
Und ihr kennt die Correlation-Diagramme schon. Das heißt, hier sieht man eine gute Correlation von dem Secret Key, auch über die Traces. Und wir brauchen sehr wenige Traces nur, dass es gut funktioniert. Dann haben wir auch das Ganze mit dem nahen Sensor probiert im FPGA. Man sieht hier, das sieht schon etwas unschöner aus. Es ist nicht ganz so perfekt, weil das halt eigentlich ja kein richtiges Oszilloskop ist. Wir hatten auch einen thermischen Drift hier noch drin. Den haben wir nicht rauskorrigiert. Also wir hatten gemerkt, dass es teilweise auch wieder schlechter wird. Wenn man hier rechts das Diagramm ansieht, ist hier irgendwie sowas drin. Meistens wird es eher besser über die Zeit. Der Sensor war mit 96 MHz getaktet und AES mit 24, also wir haben schon mehr gesampelt. Mit dem entfernten Sensor hat es aber auch ganz gut funktioniert bei 96. In dem Fall hier jetzt am Anfang korreliert es noch nicht so gut, aber mit sehr wenig Traces kann man schon den Secret Key extrahieren, also mit weniger wie 1000. Und dann haben wir zu guter Letzt auch probiert, mit der exakt gleichen Taktrate wie das AES-Modul den Sensor zu glocken. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Da muss man dazu sagen, dass der Sensor eigentlich nicht samplet wie ein traditionelles Oszilloskop, weil man hat ja die Verzögerungszeit. Und die Verzögerungszeit findet über den ganzen Taktzyklus hinweg statt. Das heißt, was wir eigentlich messen, ist tatsächlich der komplette Durchschnitt, der innerhalb von einem Taktzyklus passiert. Das heißt, es ist gar nicht so extrem wichtig, das exakt zu samplen im Vergleich zum Oszilloskop. Das ist im Prinzip sogar ein Vorteil. Ist zumindest so meine Vorstellung davon. Wir sind da immer noch ein bisschen dran zu überlegen, warum das eigentlich dann ganz gut funktioniert. Zum Teil ist es natürlich auch synchron gewesen. Wir haben aber auch schon das nicht synchron probiert. Leider brauche ich noch mindestens 5 Minuten. Oder 10. Eher 5. Ich probiere es mal. Okay. Also, so jetzt zu Side-Channel-Angriffen in Summary. Also FPGA zu FPGA Power Side-Channel sind möglich. Was man aber auch sehen kann, ist tatsächlich Software, die im ARM-Core läuft. Also das ist jetzt so ein FPGA-SoC, wo hier irgendwelche zwei Cortex-A9-Prozessoren sind. Und wenn die jetzt kein richtiges RSA, sondern eben so ein Multiply- und Square-Algorithmus macht, also eher so Textbook-RSA, weil OpenSSL ist tatsächlich ja gegen solche Dinge schon protected auf irgendeine Weise, dann kann man tatsächlich simples RSA auch angreifen. Will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, es geht auf jeden Fall. Der nächste Schritt, was ich noch sagen wollte, sind eben die Fault Attacks. Das hatte ich ja vorher schon gesagt, wir können auch ein System so Denial of Service machen auf die Art, also ein FPGA crashen. Also mit wenigen Ressourcen, sorry, machen wir nochmal so, mit wenigen Ressourcen ohne Spezialtools, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, weil klar, es gibt akademische Tools, mit denen man diesen Bitstream komplett manipulieren kann. Da kann man dann eventuell sogar Kurzschlüsse einfach im FPGA reinprogrammieren. Aber die Idee ist, dass man das halt einfach durch normale Herstellertools machen können. Und durch das Verfahren, das wir jetzt verwenden, brauchen wir auch relativ wenig Ressourcen in den meisten FPGAs zumindest. So, das war getestet auf mehreren FPGAs und SoC-Boards von Xilinx über Intel, Altera, halt Lattice. Und hier sind jetzt nur Xilinx-FPGAs abgebildet. Wir können auch die ARM-CPUs dann damit crashen, das heißt, das ganze System ist dann irgendwie kaputt nach. Und wenn man die anderen FPGAs, zumindest diese beiden, die gab es als PCI-Express-Karten, wenn man die im PC drin hat und wir machen das, dann ist danach das Board irgendwie so gecrashed, dass wir danach den PC runterfahren müssen, am Ende das Netzteil ausschalten und wieder einschalten müssen und erst dann können wir überhaupt wieder was mit den Boards anfangen. Also wenn ich einfach Reboot mache und danach Zugriff will, ist das Board immer noch tot. Also JTAG-Zugriff geht auch nicht. Es dann liegt aber daran, weil der Spannungsregler von dem Board sich einfach abschaltet. Also ist nicht speziell, jetzt so speziell FPGA. Okay, also das haben wir damit gemacht, indem wir Ringoszillatoren konfigurieren. Wir verwenden im Prinzip den Effekt, wie vorher gesagt, ein hoher Strom in kurzer Zeit, aber nicht jetzt den Ringoszillator selber, weil der toggelt ja jetzt intern irgendwie beliebig schnell, taktet er jetzt eben im Ring. Und sondern wir verwenden mehr, also wir verwenden die Ringoszillatoren mit dem Enable-Signal und ganz viele davon mit dem Generate, wie ich auch schon vorher erklärt habe. Wenn wir jetzt ganz viele davon praktisch auf einen Schlag aktivieren, dann können wir eben diesen vorher gezeigten Voltage-Drop messen mit den Sensoren. Das reicht aber nicht unbedingt, um es zu crashen.
manchmal hat es irgendwie doch ausgereicht, wo wir uns dann gewundert haben und deswegen sind wir auch erst draufgekommen eigentlich. Das muss wohl an den Resonanzen der Spannungsversorgung liegen. Die wollen wir jetzt angreifen. Das heißt, wir machen jetzt eine Frequenz, mit der wir wiederum die Ringoszillatoren an- und abschalten und verbinden jetzt praktisch dieses Toggling-Modul mit dem Enable von den Ringoszillatoren. Und die Frequenz ist definiert, die können wir uns raussuchen und intern laufen die Ringoszillatoren, das ist uns egal, die laufen wahrscheinlich im Gigahertz-Bereich, aber sie erzeugen auf jeden Fall einen hohen Strom oder brauchen einen hohen Strom. Wenn man jetzt das dann mit Frequency-Sweep macht, dann reichen bei manchen FPGAs nur 8% der Lookup-Tables, bei anderen brauchen wir 35% der Lookup-Tables, aber dann ist das System halt meistens, mindestens der FPGA ist dann resettet und die Konfiguration ist weg oder der ARM-Core crasht oder sowas und die beiden PCI-Express-Boards waren tatsächlich gar nicht mehr verwendbar, bis man sie komplett ausgeschaltet, stromlos gemacht hatte. Ja, also permanent bis zum Power-Cyclen bei manchen Boards und ARM-Cores crashen auch, ja. So, das sieht dann, wenn man gleichzeitig zu dem Board mit JTAG verbunden ist, mit diesem Chipscope, dann kriegt man sowas. Hier ist nochmal eine Übersicht über die Frequenzen. Also das ist jetzt in dem FPGA, wo wir nur 8% der Ressourcen gebraucht haben. Da haben wir einen gewissen Bereich an Frequenzen, wo es eigentlich irgendwie immer crasht. Das sind eher die niedrigeren Frequenzen. Und ab einer gewissen höheren Frequenz ist das System, so wie es aussieht, eigentlich stabil. Wir haben das auch extern natürlich gemessen, am Ostsee-Seed. Wir wundern uns ein bisschen, warum direkt jetzt hier der Spannungsregler aussteigt, weil was man am Ostsee sehen kann, ist, dass man eben eine Schwankung in der Spannung hat und mir hat hier auch das Signal, das die Ringoszillatoren aktiviert und die Spannung, die hat zwar schon einen relativ hohen Ausschlag, aber die fängt dann irgendwie an irgendeiner Stelle einfach an runterzugehen. Wissen wir jetzt selber nicht genau, warum das ist. An irgendeiner Stelle ist dann der FPGA auf jeden Fall dekonfiguriert, weil wir haben einen Pin, der immer high ist. Der geht dann auch auf 0, weil der FPGA wohl die Konfiguration verliert. Langfristig bleibt der Spannungsregler dann halt auf 0 bei diesen zwei PCI-Express-Karten zumindest. So, gut. Das ist, jetzt komme ich zum Fazit und ihr könnt dann endlich Fragen stellen und ich habe nicht mal so viel überzogen. 5 Minuten, okay. Also zum Fazit, wir haben erfolgreiche Angriffe auf elektrischer Ebene innerhalb FPGAs zeigen können. Dazu gibt es jetzt dann, gibt's zwei Veröffentlichungen. Die Angriffe können rein durch Software eingebracht werden. Die Sensoren sind halt ausreichend für Side-Channel-Angriffe und wir können Aktivität generieren, die für einen Crash, also Denial of Service, ausreichen. Also kann man sagen, dass FPGAs so auf jeden Fall noch nicht wirklich für Multi-User-Anwendungen verwendet werden können, weil das potenziell Probleme mit sich bringt. Als Ausblick, was man dagegen tun könnte, eventuell können wir jetzt Bitstream-Checking anfangen, also so ein Virenscanner für Bitstreams, naja, nicht unbedingt die tollste Idee wahrscheinlich, geht auch nur heuristisch und das mit Satzsolver zu machen, braucht wahrscheinlich dafür Tage, wenn man beweisen will, dass die Maximalaktivität dann natürlich auch nur unter gewissen Annahmen nach physikalischen Modellen zu viel ist, könnte man sagen, das ist zu viel, aber die Faults könnte man zur Laufzeit vielleicht frühzeitig erkennen, weil der Drop geht ja schon runter. Dann könnte man irgendwie was tun, vielleicht um was abzuschalten. Aber falls jemand jetzt einen bestimmten FPGA-Bereich hat, dann kriegt er vielleicht einen Takt in den Bereichen. Wir könnten diesen Takt abschalten, aber eigentlich kann sich ja auch selber jemand einen Takt bauen mit Ringoszillatoren. Also kann man es auch nicht unbedingt so verhindern. Side-Channels gibt es klassische Vermeidungsstrategien, Masking und Hiding. Also man versucht algorithmisch oder implementierungsmäßig die Leakage zu reduzieren. Haben wir noch nicht getestet. Und jetzt bin ich aber auch am Ende vom Vortrag und ihr könnt Fragen stellen. Ja. Vielen Dank, Dennis. Ja, das mit dem Virenscanner klingt sehr interessant, besonders mit FPGAs. Da denke ich sofort an große Möglichkeiten im Bereich Blockchain-Technologie. Okay, haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Direkt hier vorne. Hallo Dennis, die erste Frage wäre, in welchen Systemen ist denn schon wirklich Multi-User-Betrieb auf FPGAs bekannt? Und die zweite, für die Korrelation brauchst du ja eine Synchronisierung der Daten in irgendeiner Form. Wie kriegst du das bewerkstelligt? Ja, also ich muss sagen, das ist halt wie gesagt eher ein
akademisches Projekt gewesen. Dementsprechend haben wir nicht versucht, ein echtes System anzugreifen. Mir ist auch momentan kein Multi-User-FPGA-System bekannt. Es gibt allerdings schon zumindest unzählige Papers und es gibt auch Vorträge, wo Microsoft groß als Keynote in einer Konferenz hält, wo sie sagen, wir wollen Multi-User-FPGAs machen. Machen sie jetzt noch nicht, aber da gibt es auf jeden Fall viele Pläne dazu. Die sind damit zumindest jetzt vorläufig nicht so leicht zu bewerkstelligen. Da muss man halt noch mehr machen. Und das zur Synchronisation, das war, haben wir halt, wir haben, also was das Problem ist in Side-Channel-Angriffen, ist, dass wir ja vielleicht ein System haben, wo wir gar nicht wissen, was drin vorgeht. Wir müssen jetzt aber wissen, wann exakt der AES-Algorithmus anfängt zu rechnen, weil wir hatten ja vorher synchrone Zeitpunkte. Wir gehen davon aus, dass alle Traces zur selben Zeit praktisch auch wirklich die gleiche Berechnung praktisch ausführen. Und das haben wir aber uns nicht damit befasst. Das ist tatsächlich halt ein Problem, wenn man jetzt wirklich einen vollen realistischen Angriff macht. Ja. Ja, hallo. Zu dem Beispiel mit den FPGAs in Handys hätte ich noch eine Frage, und zwar inwiefern ist es da wirklich möglich, dann so Angriffe durchzuführen? Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie gut man dann die FPGA-Programmierung in den Handys als Malware oder wie auch immer verändern kann. Haben Sie sich damit beschäftigt? Ach so, ich denke, dass man das momentan wahrscheinlich noch nicht kann. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, bis jetzt gibt es keine kommerziellen Systeme, von denen ich jetzt weiß, dass sie direkt angreifbar sind. Ich glaube, die sind nicht frei programmierbar. Hi. Was kann der Grund sein, dass auch bei geringer Schaltfrequenz von den Ringoszillatoren der FPGA crasht? Weil du meintest ja, das sei so ein Resonanzeffekt mit der Spannungsversorgung, aber es würde ja bedeuten, dass nur bei bestimmten Frequenzen der FPGA crashen müsste. Ja, da muss ich sagen, bin ich mir auch nicht ganz sicher drüber, warum das passiert bei geringen Frequenzen. Ich glaube, eigentlich reicht es sogar aus, wenn man spontan alle Ringoszillatoren aktiviert. Also in manchen Fällen hat es schon mal eben dazu geführt, dass es gecrashed ist. Und durch das, dass wir das oft wiederholen, erhöhen wir halt die Wahrscheinlichkeit, dass es mal funktioniert. So, haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, dann vielen Dank für diesen umfassenden Vortrag. War sehr interessant. Einen großen Applaus nochmal für Dennis, bitte. Und euch wünsche ich viel Spaß an den weiteren Vorträgen und noch viel Spaß auf der GPN.